Links fehlt ja ein bisschen Volumen. Also so kommt es auf jeden Fall rüber. 260 auf der Maschine. Glaubst du, das ist so? 260 auf der Maschine, Digga. Jahrelang immer nicht aus der Brust, sondern aus der Schulter gedrückt habe. Immer dieses Ego-Drücken auf mit Kurzhantel oder auf Langhantel. Was findest du deine Schwäche jetzt noch, wenn du dich so beobachtest im Spiegel? Was siehst du? Im Vergleich zu den anderen Top-Athleten? Rückendetails? Nee. Aber du brauchst noch Muskeln. Wie viel Muskeln brauchst du eigentlich noch, Digi? Am Olympia hat mir ein bisschen das Volumen gefehlt, das verstehst du. Ja, ja. Es hat sich nichts getan. Also hast du Angst manchmal? Mental ein Wrack. Die beiden deutschen Superhelden des Bodybuildings in Deutschland, Markus Rühl in der Sexsklave und Urs Kalitschinski, treffen erneut aufeinander, Freunde. Diesmal trainieren die beiden Schultern. Und die beiden besprechen den nächsten Wettkampf vom Urs. Das ist ein richtiger deutscher Strang. Nämlich die Arnold Classics, die vor der Tür steht. Mal gucken, was Markus sagt. Let's go. Viel Spaß mit der Reaction, Freunde. Beste Kollagen-Synthese. Naja, ich wollte schon Kollagen intravenös machen, was? Ja. Machst du doch mit Haribo. Ja, das ist doch. Ja, immer wenn ich die Übung sehe einarmig, denke ich jedes Mal an Markus Rühl. Selbst wenn ich die Übung einarmig mache im Gym, muss ich jedes Mal an Markus denken, weil er die immer gemacht hat, auch damals. So. Das sieht so unnatürlich aus. Das hakt nicht, das ist irgendwie. So. Ja, ja, genau. Was stimmt nicht? Da springt was über. Ich weiß nicht, was es ist. Irgendwas hüpft. Ich habe immer das Gefühl, als ob ihn so was hackt. Ja, und dasselbe habe ich auch nach meinem Schulterabriss nicht mehr, aber davor hatte ich es auch immer wieder. Dieses, dass irgendwie in der Schulter was knackt oder überspringt. Ganz, ganz ekelhaftes Gefühl, Freunde. Was ist los? 2. Komm, mach nur 2. Auf der linke. Komm. 16. Gut. Links fehlt dir ein bisschen Volumen. Ja? Ja. Sind wir Pose gesehen. Ja, weil Dinge, die stärker, ja. Immer wo ich stärker bin, dann da ist es klar, macht ja auch Sinn. Da hängt es ein bisschen. Weil gerade bis zum Latissimus, wenn du, ne? Ja. So, weil ich die Seite habe ich ein bisschen höher. Nur so. Ja. Ja, weil du da ein bisschen vorziehst. Ne? Ja. Sagt, weiß nicht, ob es optisch ist oder? Nee, sagt der Physio auch, ja? Das ist so ein. Das ist so ein Schutzding, ne, wo du vorziehst. Ja. Bei mir ist gerade ein Ding. Halt mega verspannt ist vorne. Ja. Auf. Ja. Jawohl. Markus aber immer noch, trotz dem Alter und schon quasi Bodybuilding-Rentner, ist er immer noch sehr fokussiert, wenn er trainiert. Jedes Mal, in jedem Video, wenn er trainiert, er ist immer voll mit dem Kopf noch voll dabei. Also so kommt es auf jeden Fall rüber. Gut. Und ein schönes Bäuerchen dabei. Auf. Zwei direkt. Ja, locker. Sehr gut. Easy. Ich kenne rechts. Über Kopf drückst du immer noch ohne Ende. 90, 80. Noch einmal das Doppelte machen. Ja. Und links bin ich schon am Limit. Ja? Ja. Tja, Schulter am Arsch wahrscheinlich. Nur weil irgendeine Sehne entzündet ist da drin. Ich komme da aber nicht hin. Ja, nicht hin. Das merke ich jetzt schon. Ja, übertreib's nicht. Irgendwann entzündet und der Haar hämmert da direkt drauf. Immer auf den Körper hören. Danke dir. Machst du gut. Fällt dir noch irgendwas mit Schwäche und jetzt bolst du hier noch hier raus, Alter. Da bin ich stark wie ein Ochs. Ja, ja, ja. Das ist deine Übung, Mann. Muss man schon sagen. Ja, es gibt halt so Übungen, wo man komplett brutal stark drin ist. Ne? Selbst wenn man aus der Form schon ist. Bei mir ist beispielsweise Bankdrücken, die mich verfolgen. Ich bin immer, immer stark im Bankdrücken. Ob ich mich jetzt darauf vorbereite oder nicht. Es gibt so gewisse Übungen. Dann gibt es den einen oder anderen Athleten, der ist bei T-Bar Rows extrem stark. Oder Kurzhantelrudern oder Kniebeugen. Bei mir war es immer das Drücken. Ja, Ziehübungen, unnormal schwach im Vergleich in Relation. Aber dafür im Drücken stark. Und bei Markus ist das auf jeden Fall auch so. Ne? Und Urs ist, ich denke mal, so wie ich ihn einschätze, so ein Allrounder. Der ist allgemein ein sehr, sehr starker Athlet. Ne? Der ist fast in jeder Übung stark. Da habe ich früher echt 260 auf der Maschine. Glaubst du, das ist so? 260 auf der Maschine, Digga. Glaubst du, das Drücken macht dicke Schultern aus? Oder ist es? Ich glaube, ja.
eher das Seitheben jetzt rückblickend betrachtet. Ich glaube, das alles ist. Alles, oder? Hinne, Seite, drücken. Ja. Markus völlig am Ende. Hat kein Bock mehr. Ich weiß nicht, was es ist. Ich glaube eher, es hat viel was mit Winkeln, Muskelansätzen zu tun, bei welcher Übung du stark und schwach bist. Hm. Der weiß es einfach nicht mehr. Das sah gerade so völlig nervlich am Ende aus. Geil. Es kann ja sein, dass du jetzt hier schwächer bist, wie ich. Und ja, da machst du das Doppelte. Ja. Das kann ja gar nicht sein. Nee, das kann nicht sein. Also es ist irgendwie ein Ansatz oder ein Winkel, der nicht passt. Ja, so wie mit dem Kreuzheben und dem Kniebeugen. Da kommen da Leute ins Studio rein, die beugen beim ersten Training 100 Kilo, ja, aber ziehen nur 50. So, das ist, ich habe auch immer mega stark gebeugt und gezogen, habe ich immer gleich viel. Ich habe sogar manchmal mehr gleich viel gedrückt wie gezogen früher. Ich habe immer gemerkt, wenn ich... Ja, das ist das, was ich vorhin meinte. Ne? Man hat immer so seine Spezialität. Gezogen habe, war ich schwächer wie gerudert. Rudern konnte ich wie die Sau. Ja. Und ziehen war ich prozentual halb so stark. Das ist heute noch so. Ich ziehe da vielleicht 140 und Frontziehen kann ich die ganze Scheiße tun. Ja. Markus wirkt in diesem Video so ein bisschen abgenervt irgendwie, oder? Es kommt mir nur so vor. Wollen wir noch eine machen? Eine machen wir 10er, noch. 10er, ja. Ja, ich passe da ein bisschen auf. Stell dir mal vor, wenn wir den noch stärker reden. Ah, dieser Musikantenknochen, oder wie das heißt. Ich hasse es. Das sind der Musikantenknochen, geil. Ja, jetzt fährt's Mäusle rein. Ja, das ist ein richtig unangenehmes Gefühl, Freunde. Da bist du wach, Alter. Da bist du gleich mal am Start wieder. Wenn du mal müde bist beim Autofahren, musst du nur richtig den Ellenbogen ranwichsen. Dann fährst du wieder 400 Kilometer. Weisheiten. Auf. Easy. Ist ja gar nichts für ihn. 7, 8, 2, 9, 1. Geht. Komm, locker, jawohl. Nochmal. 12 voll, komm, 1. Hopp. Schieb. Und das war sauber so. Sehr gut. Gut weg. Ich. 2. Jawohl, ja. Sehr gut. Gut, genau richtig. Ja, Schulterdrücken mache ich immer nur mit dem Dicken. Sonst mache ich es tatsächlich kaum. Das ist jetzt, glaube ich, schon das dritte oder vierte Training von den beiden, oder? Dritte, glaube ich. Also was auf jeden Fall gefilmt worden ist. Ja, weil einfach die vordere Schulter bei mir immer so dominant war, weil ich jahrelang immer nicht aus der Brust, sondern aus der Schulter gedrückt habe. Selbe Problem wie bei mir. Immer dieses Ego-Drücken auf mit Kurzhantel oder auf Langhantel, wo man einfach nur gepresst hat und das meiste ging aus dem Trizeps und der Schulter. Deswegen vordere Schulter immer dominant. Bei Urs genauso, krass. Bei Brust. Und das sieht man sogar vorne, wenn er steht im Shirt. Guckt euch das mal an. Ja, das ist hier immer bei ihm sehr dominant. Bist fast auf einer Ebene mit der Brust. Deswegen. Was findest du deine Schwäche jetzt noch, wenn du dich so beobachtest im Spiegel? Was siehst du? Rückendetails? Ne. Breite nicht. So Details noch ein bisschen. Oder nicht? Eher Qualität. Die braucht natürlich jetzt ein bisschen. Du hast noch ein bisschen Tiefe, wo dir fehlt. Ja, genau da oben. Ja, ein bisschen Tiefe. Fleisch hast du ohne Ende. Ist dran. Fleisch hast du ohne Ende. Ich weiß. Ja, gebe ich Urs recht. Ne? Der Rücken, der hat er schon gut verbessert. Aber im Vergleich zu den anderen Top-Athleten, die vorne mitmischen, der Classic, da fehlen halt ein paar Details, so diese Qualität. Aber breite und fleischig ist er, auf jeden Fall. So erstaunt, Markus, dass ich. Du stehst ja auf der Bühne und denkst dir, ja, okay, so und so sind die Vergleiche, aber du weißt ja nicht, wie du aussiehst neben den anderen. Du weißt ja nicht mal teilweise, wer neben dir steht, weil du so in deinem Tunnel bist. Dann komme ich runter. Alicia wartet, ich sag, zeig her. Ja. Guck mir das Bild an, die zeigt mir Rückenpose, sagt nichts. Ja. Ich denke mir so, Alter. Aha. Das ist so, da bist du dann, da ist wieder Scheiß auf die Platzierung. Ja, da guckst du das an und denkst dir, boah, jetzt. Vor allem das Geilste war, als die Hauptkampfrichter kamen und sagen, Urs, your arms. Urs, mit Ö.
another weakness anymore. Ja. Da war ich dir gesagt, ja. Geil, also Arme keine Schwäche mehr. Das ist geil. Da ist das Öl runtergelaufen, ja, Alter, den Hals. Weil dann die scheiß Arme, jeder weiß, du hackt drauf rum. Dann stehst du da, siehst auf die seitliche Brustbilder und das sieht geil aus. Ja. Und ich denke mir, so einen langen Trizepskopf muss immer noch ein bisschen drauf. Aber Jahr für Jahr gleicht sich das mir aus. Wie viele Muskeln brauchst du noch? Denkst du? Geile Frage. Wie viele Muskeln brauchst du eigentlich noch, Diggi? Du brauchst noch Muskeln? Oder sind es jetzt Qualität? Qualität. Training einfach. Ja. Zeit, wie die Amis sagen, Density, diese Dichte von den Muskeln. Beim Olympia hat man ein bisschen das Volumen gefehlt, das verstehe ich. Ja, ja. Nicht die Muskeln, das Volumen. Wenn du gedrückt hast, dass das so. Ja. Das ist man halt kann das schwer erklären, was es ist, ne? Was aber so. Dasselbe habe ich bei Derek Lunsford kritisiert, was Hadi Choupan hatte. Beispielsweise, er ist in die Most Muscular gegangen. Bei Hadi Choupan hat sich alles verändert. Überall kamen Streifen, Adern raus. Und bei Derek Lunsford, der war so prall. Also der war jetzt nicht, er sagt ja, da hat irgendwie die Fülle gefehlt. Bei Derek war das so, er hat angespannt, geflext, beispielsweise die Most Muscular. Und es hat sich nichts getan. Also klar, es sah krass aus, ob angespannt oder nicht. Aber es gab nicht diesen Wow-Effekt, diesen Boom-Effekt, wenn einer in die Pose geht. Das fand ich bei Hadi Choupan in den Finals extrem beeindruckend, was bei Derek irgendwie nicht der Fall war, jedenfalls nicht im Oberkörper. Ja, ne, das, ich war mal bei der Firma BMS und Jens Ingendoll, Grüße, wenn du dich siehst. Jens hat immer zu mir gesagt, wenn du anspannst, muss das Ding explodieren. Mhm. Und das ist das, was beim Olympia mir so ein bisschen gefehlt hat. Dieses, du warst ja hart, aber dieses Volle. Ja, das ist dann richtig. Das, was du eine Woche später wieder hattest dann. Das ist aber oft das Fullness. Ding. Ich hatte das zum Beispiel beim Olympia in den Beinen extrem und die Woche später waren die Beine eher härter und flacher und obenrum war es wumm. Das ist halt extrem schwer, ne? Das auf Tag X perfekt zu pieken, Oberkörper, Unterkörper, Härte, Fülle, Prallität, das ist eine Wissenschaft für sich und Kienzel und Urs arbeiten ja bereits schon sehr, sehr lange zusammen und dennoch probieren die immer noch andere Ladestrategien, wie zum Beispiel in Texas mit dem Wodka-Shot und dem Cake oder Muffin, was das war, vorm Schlafen, ne? Und dann abends nochmal Wodka, also mitten in der Nacht. Man lernt nie aus, man muss immer gucken, was ist für den Körper die beste Strategie. Aber selbst wenn er dieselbe Strategie, die er bei der Texas gemacht hat, nochmal anwendet, irgendwo auf einem Wettkampf, kann es auch passieren, dass er schlechter schläft, irgendwas schlechter verdaut und dann die Form nicht so ist. Das ist deswegen, dass es auch irgendwo ein kleines Glücksspiel mit dem Laden und Entladen, ne? Beziehungsweise mit der Peak Week. Und das ist so komisch, manchmal lädst du auf und so manche Körperpartien kommen da die Kohlenhydrate nicht so rein. Warum ist es so, dass du eigentlich immer das Gleiche machst? Man macht ja keine verrückte Dinge auf einmal, wenn was funktioniert, bleibst. Bei der Texas Pro, da hat der mal verrückte Dinge gemacht. Freunde, und an dieser Stelle eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Wir haben aktuell 50% auf alle Proben, egal ob Daily, Designerway, Rice Pudding, Isoclear, Crank Pump Pro oder Crank, scheißegal. Alle Proben 50% reduziert mit Rabattcode William, esn.com. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch schön durchtesten, bevor ihr einen großen Sack kauft. Einmal die Geschmackstestprobe in den Warenkorb legen, besten Deal sichern und anschließend, wenn im Neujahr wieder die guten Aktionen kommen von 20-30%, könnt ihr euch die große Packung sichern. Also, vielen lieben Dank für euren Support und weiter geht's mit dem Video, Freunde. Ja. Warum ist es trotzdem so, dass, so hatte ich immer das Gefühl, es kommt irgendwas anderes bei rum. Mhm. Du machst es selber und trotzdem reagiert der Körper so anders, oder so. Ja. Weil du keine Maschine bist. Ich glaube, am Ende des Tages oft Glücksspiel, Alter. Ja? Weil du gehst ja auch, guck mal, das Training kannst du jetzt nächste Woche 1:1 machen und du wirst jetzt zwei Sätze hinter der Schulter, das Ding war aufgeblasen. Es kann sein, in zwei Wochen gehst du hin, du frisst genauso viel, du schläfst genauso viel und du machst es und kommt nichts bei rum. Meinst du das Kopf? Ja, ich weiß. Wenn du es weißt, dann sagst du Bescheid. Warst du entspannt beim Olympia oder warst du sehr... Was dir bei diesem Video auf jeden Fall aufgefallen ist und mir sehr, sehr gefällt, diese Gespräche zwischen Urs und Markus, die wirken so richtig natürlich, überhaupt nicht aufgesetzt oder so. Man merkt auch richtig, Markus interessiert sich wirklich dafür, was er ihn fragt, ne? Und bei manchen Videos hat man so irgendwie Fragen, die man runterrattert und da merkt man, dass das den anderen Gesprächspartner quasi gar nicht interessiert. Aber das Gespräch wirkt sehr, sehr natürlich, sehr nicht gestellt, sehr, sehr geil, authentisch einfach. Schon Druck? Druck ist das falsche Wort, aber so innerlich, du weißt halt, das war auch die erste Pressekonferenz, wo ich da war, du weißt halt so, du bist jetzt einer von den Besten. Das ist die Jahre davor, das erste Mal denkst du, das war nur aus Versehen, der Weinberger hat falsch auf seinen Zettel geguckt. Das zweite Mal denkst du dir, okay, es scheint jetzt nicht ein Versehen gewesen zu sein, du bist jetzt da, aber du bist immer noch Rookie.
Und jetzt war so das Jahr, wo der ist da dabei. Ja, dieses Jahr, also letztes Jahr eigentlich schon auch, aber ich habe das selbst gemerkt vor Ort, dieses Jahr ist kein Rookie mehr, ist kein Newcomer mehr. Urs ist voll da drin und jeder auf der ganzen Welt, der Bodybuilding verfolgt, Classic verfolgt, Mr. Olympia verfolgt, weiß, dass das einer der Top-Männer ist, der gefährlich wird, auch in Zukunft für Ramon oder für Sibam, wobei Sibam wahrscheinlich abtreten wird dieses Jahr, nächstes Jahr. Und Urs ist halt eine große Nummer, ne? Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Also, der ist eh vorne mit dabei, so war halt am Anfang immer dieses Gerede und dieses eh vorne mit dabei, das ist eigentlich nicht so selbstverständlich, Alter, dass du so, das ist kein Kreisliga-Fußball-Kick, wo man sagen kann, das ist aber ist Fluch eh und Segen. Ja. Weil du bist immer an dem gemessen, was du, wenn du mal 2 Meter gesprungen bist, sind die 1,95 scheiße. Ja, das ist das. Obwohl ich vor einem Jahr noch gefreut hättest über 1,95. Und irgendwie ist es geil, weil das treibt mich auch an. Ja. Und jetzt zu wissen, hey, ich krieg das Battle in 10 Wochen, das tritt ja schon in den Arsch und das braucht. Also in 10 Wochen duelliert er sich nochmal mit Ramon Dino, der beim Olympia den 2. Platz gemacht hat. Urs ja den 3. zweimal in Folge. Zweimal in Folge hat Ramon ihn besiegt. Und ich bin sehr gespannt, ob es vielleicht, wenn er dieselbe Ladestrategie, also ich finde, bei der Texas Pro hatte Urs die beste Form überhaupt. Mit der Form könnte er eventuell auch Ramon Dino schlagen auf den Arnolds. Ich bin gespannt, also nicht mehr lange. Vielleicht fliege ich auch dahin, ist ums Eck, direkt hier in England. Wäre geil, von dort aus auch ein bisschen Berichterstattung zu machen. Wieso nicht, ne? Und mein Englisch ist immer besser. Brauchst du auch, weil nur einen harten Gegner und lernst du das Beißen. Hast du Angst manchmal? Ja, gewisserweise schon. Wovor? Zu verlieren? Nee, mir selbst nicht gerecht zu werden. Ja. Mir selbst, Markus, nicht gerecht zu werden. Weil das Verlieren gehört dazu. Verlieren hat mich immer schon besser gemacht. Ja, klar. Verlieren gibt dir immer den Tritt in den Arsch. Ich weiß noch, 2016, erste Mal mitgemacht. Alter, ich habe die Schule dafür geschmissen. Mach das nicht da draußen. Meine Mutter, die dachte, Junge, du bist... Du hast sie nicht mehr alle. Geh mal zur Schule. Also jetzt geht's bergab. Ich bin gerade so ins Finale gekommen. Ja. Das war's aber. Da habe ich mir so den Arsch aufgerissen, 2 Jahre später. Dann deutsche Meisterschaft gewonnen, österreichischer Meister geworden und so. Und dann, die 2 Jahre habe ich geackert, um halt eben die Mutti stolz zu machen. So. Und das ist halt das, weil, ja, wenn du immer gewinnst, ich glaube, oben zu bleiben, man sagt schwer, ja so, der Wolf, der den Berg hochgeht, ist immer so hungriger als der, was schon oben ist. Auf der Spitze vom Berg ist die Luft dünner, ne? Ja. Dann haben wir eine lange Pause zwischen den Sätzen, fällt mir gerade so ein. Und das ist das Ding, deswegen, ich bin Angst davor, mir nicht selbst gerecht zu werden, aber die Angst wird gleichzeitig dann wieder genommen von der Niederlagen und der Motivation. Die Motivation haben. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Das ist immer das, was... Wie war es bei dir? Was Leute mir erzählen, ich hatte Angst zu, nicht zu verlieren vom Platz her, aber Angst, meinen Status zu verlieren. Mhm. Angst, auf einmal nicht mehr das zu packen, was ich schon hatte. Ja, und da brauchst du ein gutes Umfeld. Ich weiß noch, ich habe dich also du warst ja der Zweite nach meinem, ja gut, mein Trainer war dabei, aber du warst der Zweite, den ich... Ja, ich glaube, es herrscht schon ein immenser Druck auf dem Athleten, ne? Wenn man jahrelang vorne mitgemischt hat, um dann, also man hat jetzt keine Angst, aber irgendwo schon so, man will einfach nicht enttäuschen, ja, seine Ängsten und seine Fans will man nicht enttäuschen, weil man will immer das beste Paket abliefern, ne? Aber das Problem ist, es folgen von hinten immer weiter neue Athleten, die auch immer besser werden, die auch nicht schlafen und das ist halt gefährlich von, ja, es kann beispielsweise jetzt 2024, es wird auf jeden Fall bei Mr. oder Nexilla stehen und den ein oder anderen in der Open die Show stehlen. Ja, und dasselbe kann auch in der Classic sein. Es kann irgendwo auf irgendeinem Kontinent irgendeiner kommen, eine Pro-Card sich holen, die erste Profishow gewinnen und dann direkt vorne auch mitmischen. Man weiß es nicht, Freunde. Ne? Deswegen, man will auch als Athlet dann nicht versagen und hat schon irgendwo schon so Ängste innerlich. Safe, kann ich aber auch voll nachvollziehen. Dasselbe wäre bei mir, wenn ich einen Wettkampf machen würde, ich hätte auch Angst zu versagen. Also einfach, dass es nicht hinhaut oder dass ich unzufrieden mit mir selber bin, dass irgendwie dass die Form am Ende nicht so ist, wie ich mir die vorgestellt habe. Deswegen, ich kann das völlig verstehen. Vor allem, wenn man auch irgendwo Person des öffentlichen Lebens ist oder auch halt einfach bekannt ist wie so ein Urs. Ne? Ich angerufen habe. Und wir telefoniert haben und kannst dir selber sagen, ich habe dich angerufen, da wäre ich Letzter geworden. Weil ich auch nicht. Ich weiß, hab dann Rat gebraucht, wie ich jetzt. Ich habe es ein bisschen gelesen, habe gedacht, meine Güte, seid ihr schlecht, ey. Ja, ich wusste halt nicht, wie ich damit umgehen soll, ich habe es dir gesagt. Das gar ist nicht, so, für mich war es ein Erfolg und ich saß dann da in der Wohnung und dachte mir, okay, jetzt
rufe ich dich an und dann hast du jetzt Olympia gewonnen. Wärst jetzt Olympia gewonnen, wären das die, weil sie sich gratuliert hätten. Im Sport ist es ein Haifischbecken. Mhm. Und das sind viele Fische, die Alter, dich fressen wollen. Man dann auch, wie du da 12 Jahre drin ausgehalten hast, das ist schon. Da musst du halt mental sehr, sehr stark sein und halt auch. Was hat dich mental immer so in Spur gehalten, gebracht? Ich meine, der Kameramann war immer bei mir. Ne? Ich war mental oft ein Wrack. Aber das glaube ich dir. Ach krass. Ich habe mich halt fallen lassen. Der Kameramann, der jetzt die YouTube-Videos von Markus macht, war auch damals der Kameramann, der bei den Wettkämpfen vor Ort war und alles dokumentiert hat. Das ist heftig, wenn das so ist. Das finde ich krass. Bei denen, ne? bei der Simone habe ich mich auch fallen lassen bei meinem Kameramann, der immer bei mir war. Das muss man auch sagen für die Leute, die es nicht wissen. Der Mann hinter der Kamera ist schon seit dem ersten Video an deiner Seite. Finde ich richtig cool sowas, dass da diese Wege sich nicht getrennt haben, dass die weiterhin zusammenarbeiten. Geil. Wahrscheinlich auch bis zum Letzten. Also, das finde ich auch extrem geil. Und das ist halt so, wenn du dann dein Umfeld hast, dem du vertrauen kannst, wo du dich halt auch fallen lassen darfst. Ja. Das ist ja wichtig, dass du dann auch mal Schwäche zeigen darfst. Und das baut dich ja wieder auf, weil wenn du immer nur dich verstellen musst, das macht dich kaputt. Für die bist du immer noch der du immer warst. So. Und wenn ich dich anrufe und du sagst, das geht mental in mir vor, und dann weiß ich genau, was du durchlebst. Du musst mir erzählen, wie stark du bist. Ja, du musst mir erzählen, was schwach ist. Ja, eben. Weil ein starker Mensch muss ich nicht aufbauen. Durch überheblich und selbstbewusst ist ganz schmale Grad. Ja, schon. Und auch die vermeintlichen 140 Kilo Außenfassade, die zeigen oft nicht das, was innen vorgeht. Ich glaube vor allem gerade diese Open Bodybuilder, diese 140 Kilo Typen, Ich weiß nicht, ich weiß es. Viele Bodybuilder, gerade auch durch den Medikamentenmissbrauch, die sind mental ein Wrack. Das ist meistens so harte Schale, weicher Kern. Und bei so Bodybuildern, gerade auch, weil die in ihre Hormone eingreifen, sind die oftmals sentimental, sehr emotional, zeigen das halt nicht in der Öffentlichkeit, sondern zu Hause hinter verschlossenen Türen. Und das würden die meisten, die gar nicht in der Materie richtig drin sind, die könnten das sich niemals vorstellen, dass das so ist. Aber das ist tatsächlich Fakt. Keiner kennt dich wirklich. Ja. Auch ihr kennt uns nicht, dass wir privat reden. Aber das ist auch gut so. Aber er redet ähnlich viel Scheiße auch privat wie vor Kamera. So, dann machen wir jetzt noch einen Satz nach 10 Minuten Quatschen. Geil. So, noch einer. Mach fertig. Ja. Jawohl. Ja. Diese Übung kann man auch einfach Markus Press nennen. Ohne Witz. Ja. Dann macht ihr noch Cardio zum Abschluss. Auf. Jawohl. Stark. Komm. Ja, geht. Auf. Noch. Unzählige Wiederholungen hier vom Rühl. 2. Ja. 2 noch. Hoch. Und die letzte. Jawohl. Stark. Jetzt sterbe ich. Komm, ich hab dich. Letzte noch. Komm, mach fertig. Linke. Letzter Satz für heute. Auf. Raus da. Ja. Hoch. Komm. Ja. Geht. Auf. Jawohl. Ja, stark, Markus. Komm, beiß durch. Letzter Satz. Ja, wir haben es gleich. Hoch. Komm. Noch 2. 2 noch. Und die letzte. Stark. Tonqualität bei dem Video nicht ganz so gut, weil Markus verschlingt mit seinem Polohemd manchmal das Ansteckmikrofon. Deswegen nicht wundern, Freunde, liegt nicht an mir. Bruder. Respekt, Alter. Tja, Markus gibt nur Vollgas im hohen Alter. Das ist halt. Jetzt musst du den Windows XP Sound. Geil. Das ist halt echt. Ich denke, wenn ich allein bin, ich bin eh noch gut, ne? Aber wenn du das dann mitmachst. Das macht Spaß. Ja, aber ich weiß, ich kann immer. Weißt du, es ist immer heutzutage, man dreht ja schon mit dem einen oder anderen und oft fährst du hin und du weißt, scheiße, das ist so ein verschenktes Training. Und bei Markus ist es tatsächlich so, wo ich hinfahren weiß. Ich würde gerne wissen, wen er meint. Das ist geil. Das kann ich auch als Trainingstag nehmen. Mir notieren und nehmen, weißt du? Weil das geht ja auch um dich heute. Nee, es ist geil. Es ist nicht irgendwie Videodreh, sondern es muss schon Training sein. Und dann. Bisschen Quatsch.
Ja. Ja. Vielleicht machen wir das ab und zu öfters mal. Wer weiß, was kommt. Wer weiß, was kommt. Na? Gucken wir mal. Gucken wir mal. Grüße. Danke fürs Zuschauen. Liken, kommentieren, teilen. Drückt uns die Daumen bei der Arno Classics nicht mehr lang. Wird geil. Für alle. Ja, Mann, wir geben. Egal, wenn es kommt. Vielleicht habt ihr schon frohe Weihnachten gehabt, wir wissen es nicht. Hatten wir schon, aber Dankeschön, Markus. Vielleicht habt ihr schon eine gute Rutsche, aber es wird bestimmt noch mal. Hatten wir noch nicht, aber wünsche ich euch bald allen. Alle, ja, komm, also bleibt stabil. Gut, Grüße. Bis nächstes Mal. Bis ciao. Bald. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüssikowski. So, Freunde, das war's mit dem Video von Heavyweight Ex-Bodybuilder, der auch beim Mr. Olympia stand, Markus Rühl, und Urs Kalitschinski, der sich kurz vor seinem, ich glaube ja 3 Monate ungefähr, nee, 10 Wochen hat er ja gesagt, Arnold Classic-Wettkampf befindet. Wird Urs Ramon Dino dieses Jahr schlagen, nächstes Jahr schlagen können? Auf den Arnolds Freunde, haut's in die Kommentare. Ich würde mich freuen und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao, danke fürs Einschalten.